Ein Wal hätte diese Taucher fast gefressen. Du wirst nicht glauben, was dann geschah. Wale. Ihre enorme Größe, ihr majestätisches Aussehen und ihre emotionale Intelligenz machen sie zu den mystischsten Meeresbewohnern überhaupt. Aber als ein Wal in San Francisco fast einen Haufen Taucher frisst, war man besorgt und beunruhigt. Aber du wirst nicht glauben, was dann passierte. James war ein begeisterter Taucher und liebte es, in seine Tauchausrüstung zu steigen und ins Wasser zu gehen. Er liebte es sogar so sehr, dass er sein eigenes Tauchunternehmen gründete. Zuerst nahm er gerne Touristen zum Tauchen mit, aber nach vielen Jahren gründete er ein weiteres Unternehmen. Diesmal spezialisierte er sich auf Unterwassersäuberungen in der San Francisco Bay. James und seine Crew erledigten alle möglichen Arbeiten unter Wasser. Es brauchte eine mutige Person, um sich in die Kälte und die starken Strömungen von San Francisco zu wagen. Aber wenn jemand es schaffte, dann war es James. Und er hatte volles Vertrauen in sein Team, das er aus den besten Tauchern Amerikas auswählte. Gemeinsam konnten sie alles erreichen. Eines Tages wurden James und sein Team beauftragt, einige versunkene Bauwerke am Fuße der weltberühmten Golden Gate Bridge zu untersuchen. Das Gebiet musste nach den jüngsten Unwettern auf Schäden untersucht werden. Es war keine leichte Aufgabe, aber sie waren bestens dafür qualifiziert. Außerdem liebten sie alle eine Herausforderung. Aber sie wussten nicht, welche Überraschung sie erwartete. Mehrere Stunden lang leisteten sie gründliche Arbeit. Langsam und methodisch, aber es war wichtig, dass keine Fehler gemacht wurden. Doch irgendwann bekam James ein komisches Gefühl, als ob sie beobachtet würden. Es war ein heller sonniger Tag und das Meer war ziemlich ruhig, sodass viel Licht durch das Wasser dringen konnte. Aber so sehr James auch versuchte, das Gefühl abzuschütteln, es kam immer wieder zurück. Plötzlich tauchte aus den dunkelblauen Tiefen ein riesiger Wal mit weit aufgerissenem Maul auf. James und sein Team mussten schnell schwimmen, um ihm aus dem Weg zu gehen. Was war passiert? Warum versuchte ein Wal, sie zu fressen? Irgendetwas an der ganzen Sache kam ihm sehr seltsam vor. Wale können über 30 Meter lang und bis zu 190 Tonnen schwer werden. Wenn sie sich also seltsam verhalten, kann das unglaublich einschüchternd sein. Aber sie verhielten sich nie ohne einen guten Grund so. James schaute auf das Wasser hinaus und konnte nichts außer Blau sehen, bis der Wal langsam aus dem Nichts auftauchte. Diesmal war seine Annäherung nicht aggressiv, sondern langsam und bedeutungsvoll. Er wollte etwas. James erkannte sofort, dass es sich um einen Buckelwal handelte. Er war zwar nicht der Größte, aber trotzdem riesig. Es waren unglaubliche Kreaturen und James dachte an einige Fakten, die er über sie wusste. Buckelwale konnten tausende von Kilometern am Stück schwimmen und ihre wunderschönen geheimnisvollen Gesänge waren stundenlang im ganzen Ozean zu hören. Sie konnten bis zu 90 Jahre alt werden und wurden mit jedem Jahrzehnt länger und länger. James schüttelte den Kopf. Er hatte jetzt keine Zeit, den Wal zu bewundern, er musste sich konzentrieren. Er blieb nur wenige Meter vor James entfernt stehen und schaute ihn mit einem seiner riesigen Augen an. James hatte das Gefühl, dass er eine Verbindung zu dem riesigen Tier herstellte und es kam ihm vor, als würde es ihn um etwas bitten. Als würde es ihn anflehen. Es bittet um Hilfe. Das Auge des Nichtblinzelnden sah traurig aus und James hatte das Gefühl, dass dieser Wal Aufmerksamkeit brauchte. Er ahnte nicht, wie recht er damit hatte. Nach einigen Augenblicken schwamm der Wal langsam an den Tauchern vorbei. Die gesamte hintere Hälfte des riesigen Tiers war in Drähte und Fischernetze eingewickelt. Offensichtlich litt der Wal und war in arger Bedrängnis. Sonst hätte er sich den Tauchern nicht so heftig und in Panik genähert. Die große Sorge war, dass das Gewicht des Netzes den Wal schließlich ermüden würde. Dann wäre er nicht mehr in der Lage, an die Oberfläche zurückzukehren und Luft zu holen. Das Gewicht würde den Wal nach unten ziehen und wenn ihm der Sauerstoff ausgegangen wäre, dann würde das arme Tier ertrinken. Und all das lag daran, dass unvorsichtige Fischer ihre unbenutzten oder nicht benötigten Ausrüstungen zurückgelassen hatten. Wäre so etwas mit einem kleineren Tier passiert, wäre es sicher getötet worden. James lief ein Schauer über den Rücken, wenn er sich nur vorstellte, wie viele arme Meerestiere an so etwas sterben.
Er konnte den Gedanken nicht ertragen, was passieren würde, wenn sie diesen armen Wal nicht retten könnten. Über ihre Funkgeräte schmiedeten die Taucher einen Plan. James wies sein Team an, sich in 3 Zweiergruppen aufzuteilen und zu versuchen, die verhedderten Netze vom Körper des Wals zu entfernen. 2 Taucher begannen, die Rückenflosse des Wals zu befreien, 2 versuchten, das Netz vom riesigen Schwanz zu entfernen und die letzten beiden schnitten den Körper des Wals frei. James und sein Team machten sich an die Arbeit, so schnell sie konnten. Jeden Moment konnte der Wal beschließen, dass er genug von all dem hatte und zurück ins offene Meer verschwinden, wo er sicher sterben würde. Die Taucher wussten, dass der Wal in Not war, und so schwamm alle paar Minuten einer der Taucher zu ihm und sah ihm in die Augen, um ihm zu versichern, dass er etwas tat, um ihm zu helfen. Niemand wusste, ob der Wal wirklich verstand, was geschah, aber die Art und Weise, wie er die Taucher anschaute, verriet ihnen, dass das schöne Meerestier verstand. Wenn James an der Reihe war, den Wal zu trösten, strich er immer mit einer Hand über seinen Körper. Es war eine so kleine Geste gegenüber einem so riesigen Tier, aber der Wal schien sich wirklich zu freuen. Nach und nach löste sich immer mehr von dem Netz und gab Teile des Körpers des Wals frei, bis er schließlich ganz befreit war. Der Wal spürte, dass ihn nichts mehr festhielt und begann herumzuschwimmen und sich wieder zu bewegen. Als James und sein Team das Netz einholten, schwamm der Wal an die Oberfläche und atmete dringend die benötigte frische Luft ein. Dann tauchte er wieder ab und schaute jeden Taucher einzeln an, als wollte er sich bei ihnen bedanken. Dann tat er etwas, das das Team in einen Schockzustand versetzte und ihnen eine Gänsehaut über den ganzen Körper bescherte. Der Wal machte eine Fassrolle, als ob er seinen ganzen Körper zeigen wollte, und fing dann an, sie spielerisch zu umkreisen, wobei er immer schneller wurde, bis auch die amüsierten Taucher anfingen, sich zu drehen. Dann tauchte der riesige Wal ins dunkle Wasser, kehrte zurück und richtete seinen ganzen Körper auf, während James und sein Team einige Meter von seinem riesigen Schwanz entfernt waren. Dann begann der Wal, seinen Schwanz auf und ab zu bewegen, um die freundlichen Taucher zu grüßen. Dann trieb er seinen Körper vorwärts, beschleunigte und verschwand im dunklen Blau des offenen Ozeans. Als sie das Netz an Land zogen, stellten sie fest, dass es mehrere Tonnen wog. Es muss den armen Buckelwal alle Kraft gekostet haben, die er noch hatte, um James und sein Team zu finden und um Hilfe zu bitten. Jetzt bist du dran. Was hältst du von dieser herzerwärmenden und unglaublichen Geschichte? Wie hättest du reagiert, wenn du einem so großen und majestätischen Tier gegenübergestanden hättest? Und was denkst du darüber, dass wir Menschen ihren natürlichen Lebensraum verschmutzen? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken und Meinungen unten in den Kommentaren mitteilst.